Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 2. Wir hocken immer noch im Café mit George und ja, was ich gerade interessant finde, beim Café haben sie das E hier nur klein gemacht, damit der Accent da drauf passt. Das ist sehr interessant, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay, ich glaube, dass dieses Fläschchen immer noch wichtig ist, aber jetzt haben wir gerade einen Hinweis bekommen auf die Galerie, deswegen glaube ich, dass wir jetzt hier vielleicht erstmal fertig sind und ich glaube nicht, dass wir den Kanal runter müssen, oder? Ich habe keinerlei Verlangen, in die Kanalisation runterzusteigen. Das ist doch schön. Aber wir können hier weggehen. Und das machen wir, glaube ich, auch erstmal. Oder soll ich nochmal mit ihm sprechen? Ah, wir können sogar noch wieder was anschneiden hier. Fehlt Ihnen die Arbeit als Gendarm? Ah, oui, natürlich. Also, er ist wirklich der Gendarm gewesen von früher. Oh. Als ich noch eine Uniform trug, hatte man Respekt vor mir. Aber nun nicht mehr. Er guckt nicht mehr hin. Sehr schön, sein Absinth. Ich schnappe mir das Fläschchen und der starke Geruch von Absinth hüllt mich ein. Ein hochprozentiges und illegales alkoholisches Getränk. Das hat ja gut geklappt. Können wir noch weiter schnacken? Oh, ich glaube, jetzt geht's nicht mehr. Verzeihen Sie. Was? Haben Sie keinen Einspruch gegen Ihre Entlassung eingereicht? Das wäre zwecklos gewesen. Es stand mein Wort gegen das des Chefinspekteurs. Und der wiederum ist ein enger Freund des Direktors des Grünen Museums, in dem ich Patrouille gehen sollte. Hm. Verzeihen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay, ist ja gut. Dann gehe ich jetzt hier lang. Jetzt habe ich eine weitere Spur. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Ich würde erstmal in die Galerie gehen. Was ist denn die Galerie? Das ist wohl die Galerie, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Okay, Galerie Glees. Das ist aber nicht die Galerie, die wir in Teil 5 am Anfang aufsuchen, ne? Da gab es auch eine Galerie. Und da war auch ein etwas, ja, korpulenterer Herr. Also, vielleicht wisst ihr das ja sogar, falls ihr Teil 5 gespielt habt. Ich habe den nur einmal als Let's Play gesehen. Und deswegen, ja, das heißt gesehen, ich war sogar zu Gast beim NRW Boy 18. Aber ich glaube, das könnte der sogar gewesen sein. So, ein Mädchen. Reden wir mal mit einem Mädchen. Hallo? Hi, Mädels. Ach so, das sind zwei. Jetzt sehe ich die erst da hinten. Ich dachte, das wäre ein Spiegelbild. Okay. Habe ich einen Witz verpasst? Okay, sehr freundlich. Das sind so die Klischee-Asiatinnen. Die Wüste. Zu wenig Gehalt für zu viel Geld, wenn man mich fragt. Ja, sehe ich ähnlich. Also mit so einer ganz abstrakten Kunst kann ich tatsächlich auch nichts anfangen. Also ich mag total gerne Bilder und Gemälde, wenn sie was ausdrücken, aber das da... Das, sowas gibt mir leider nichts. Da bin ich dann doch im Banause. Also, nee, also abstrakt ist absolut nicht mein Fall. Rechtecke in desolater Landschaft. Höchst kubistisch gehalten. Aha. Das ist auch noch eins. Sphären in einer verwüsteten Einöde. Sehr tiefgreifend. Ich glaube, ich erkenne ein gewisses Muster in den Arbeiten dieses Künstlers. Echt? Ja, sehen alle sehr, sehr einfach aus. Hat er alle schnell zusammengemalt in ein paar Minuten. Und macht damit Kohle. So, wir können mit dem Mann sprechen oder mit dem Mann? Wir fangen mal mit dem Mann an. Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Gütiger Himmel, nein. Dann nehme ich an, dass da drüben muss er sein, richtig? Ihre Fähigkeit zu deduktiver Logik versetzt mich in Erstaunen. Sehr coole Synchronsprecher übrigens. Das fällt mir schon die ganze Zeit auf. Die kenne ich alle aus älteren Hörspielen und so. Super. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Aber natürlich. Ich war vorhin in seinem Haus. Wenn Sie schon mit Namen angeben, dann wenigstens mit solchen, die es wert sind, ja? Ich dachte, Aubier wäre ein angesehener Mann. Also sein letztes Buch war nichts weiter als pseudo-intellektuelles Gequatsche. Das geistlose Gepöbel eines drogenabhängigen Ex-Wissenschaftlers. Er hat immer einen netten Eindruck von ihm, ne? Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urinprobe. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Aha. Würden Sie mir kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Topf sagen?
Ja, Trey Rapuche. Rapuche? Scheußlich. Na. Was zum Teufel machen Sie denn da? Hat die kaputtgeschmissen. Sie haben meinen Topf zerschlagen. Natürlich. Er war nicht nur wertlos, sondern auch hässlich und eine Beleidigung fürs Auge. Für Ihres vielleicht. Glauben Sie mir, ich habe Ihnen nur einen Gefallen getan. Ich weigere mich, auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein Gespräch mit diesem Idioten zu verschwenden. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Ganz ehrlich, das... Er ist fassungslos. Zu viele Stücke zersprungen, als dass man ihn noch reparieren könnte. Okay, ja, das Glas wird angezeigt. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Dem haue ich jetzt den Wurm ins Glas. So. Er weiß nicht, was er machen soll. Er hat gerade das Buch geguckt. Was war das denn? Warte mal. Ja. Du solltest eigentlich gar nicht so weit weggehen, George. Bleib mal hier. Ich denke schon, dass wir da ihn mit seinem Glas ein bisschen ärgern können. So wie der Typ sich an dem Glas festkrallt, bräuchte ich ja ein Brecheisen, um ihm das abzunehmen. Du solltest es ihm ja gar nicht abnehmen. Du sollst ihm nur was reinlegen. Pass mal auf. Das Gift machen wir nicht. Oder Absinth. Wir können auch Absinth in sein Glas packen. Oh, tatsächlich. Ich spritze ein bisschen Absinth in das Glas und hoffe nur, dass er die Veränderung der Farbe nicht bemerkt. Der hat aber schnell gewirkt. Haben Sie mir was in meinen Drink getan? Ja klar. Was halten Sie davon? Naja, ist jedenfalls besser als der Wein von Glees. Also eigentlich, ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Tja, aber das... Dann merkt er jetzt vielleicht nicht, dass da auch noch ein Wurm drin ist, wenn ich das da reinpacke. Aber das sagt er, will er nicht. Soll ich noch mehr Absinth da reinpacken? Mal gucken. Gestatten Sie. Okay. Vielleicht kippt er auch noch gleich um. Ja, das lief, ne? Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Ist ihm was aus der Tasche gefallen? Sieht nicht so aus. Können wir mit ihm sprechen? Waren diese Töpfe wertvoll? Die Töpfe sind versichert, aber die Regale nicht. Sie haben ja keine Ahnung, was das kostet. Ich hoffe nur, Aubier hat noch viele von diesen Töpfen im Hafen. Wenn nicht, bin ich ruiniert. Okay, können wir noch weiter mit ihm sprechen? Verschwinden Sie. Vielleicht hätte ich vorher mit ihm quatschen sollen. Jetzt habe ich gar nichts von ihm erfahren. Ich wollte eigentlich mit dem Glees ja sprechen. Und wir haben jetzt eigentlich überhaupt nichts erfahren, ne? Es sei denn, er ist vielleicht abgelenkt. Kreditkarten? Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung für einen Kreditkartenleser. Nee, aber warum wird er... Habe ich da was... Na, ich habe nichts, was ich da reinpacken könnte. Ich gehe mal hinten in seine Bereiche hier. Vielleicht finde ich hier was. Aber guck mal. In den Möbeln, die er geliefert bekommen hat, ist vielleicht was drin. Oder Kisten sind das, ne? Kisten. Na? In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen. Aber an der Seite klebt noch ein Stück von einem Etikett. Aha. Und da steht? Unter einem Logo aus einem fliegenden Vogel stehen die Worte Condor Transglobal Mars. Der Rest des Etiketts fehlt. Ein Ticket zum Mars. Mhm. In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen. Okay, also da wird er nichts mit. Ja, was wollen wir mit diesem Mars-Ticket? Ein Etikett mit dem Namen Condor Transglobal drauf. Ja. Und deswegen waren wir jetzt hier. Das hat wirklich nicht sehr viel gebracht, ne? Aber der will echt nicht mit uns sprechen, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht können wir ihn direkt drauf ansprechen. Das ist wahrscheinlich keine so gute Idee, aber. Mal gucken. Verschwinden Sie. Okay, der will mit Sicherheit nicht mit uns sprechen und er auch nicht. Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Ja gut, ich kann aber mit den kichernden Mädels versuchen zu schnacken, aber das hat wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ja? Wenn ich ausgelacht werden will, kann ich ja gleich zu Nico gehen. Achso, das war's schon. Okay, und da... Das hat uns jetzt überhaupt nichts gebracht, bis auf dieses... Transglobal-Ticket.
Ja, dann gehen wir halt nochmal ins Haus. Vielleicht finden wir da ja noch einen Hinweis, oder? Ins Café können wir nochmal gehen. Ich gehe erstmal nochmal ins Haus. Vielleicht können wir da noch irgendwas entdecken. Wobei, na, was denn? Haben wir noch irgendwas? Wir haben doch immer den Schlüssel. Das wundert mich auch so ein bisschen. Aber hier können wir nicht rein. Oder, nee, ich habe gar nicht probiert, ob die offen war. Er hat nur gesagt, dass die Tür nicht zu dem Schlüssel passt. Ne, ist zu. Okay. Abgeschlossen. Ja. Das ist das Telefon. Ich kann natürlich noch mal hier hochgehen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass da irgendwas noch ist. Sonst gehen wir gleich halt noch mal ins Café, obwohl ich auch nicht weiß, was wir da machen sollen. Das war das Schränkchen, das ist jetzt offen. Der Siphon, will er den eigentlich mitnehmen? Weiß ich gar nicht. Mit. Na gut, er nimmt ihn nicht mit. Ja, ich glaube, weiß nicht, die Tasche, die will er ja nicht mitnehmen, Tequila will er nicht mitnehmen. Der Schrank an sich, den habe ich noch gar nicht angeguckt. Und Das Bücherregal ist nach vorne umgekippt. An die Bücher darin kommt man also nicht mehr ran. ja gut, und das Seil wollte er, glaube ich, nicht mitnehmen. Ich probiere es gerne nochmal, aber ich glaube, er sagt nein. Das Seil ist zerfetzt und nutzlos. Okay, den Stuhl will er nicht. Ja, mehr ist hier, glaube ich, auch nicht drin. Das Bild, ne. Also wahrscheinlich ist hier tatsächlich nichts mehr. Ich wollte nur noch mal eben sicher gehen. Also ich habe jetzt tatsächlich nur dieses Ticket. Ich könnte natürlich den Gendarm auf dieses Ticket ansprechen. Ich kann natürlich noch mal versuchen, Lobineau anzurufen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich sinnvoll ist. Weil wenn ich gerade hier bin. Ich will sonst niemanden mehr anrufen. Okay, er will niemanden Ich habe anrufen. die Wahl, wohin ich gehen will. Ins Café in Montfaucon oder zur Ja, Kunstgalerie. dann gehen wir jetzt erstmal ins Café, weil bei der Kunstgalerie hatte ich jetzt ja nur noch drei Interaktionspunkte da und der eine will nicht mit mir sprechen, mit dem einen wollen wir nicht sprechen und die Mädels gackern nur rum. Mein Kaffee steht da immer noch, sehe ich gerade. Er geht aber automatisch wieder auf den Platz, also ich kann mich gar nicht hier umgucken. Also entweder hinsetzen oder gar nichts, das ist so das Ding. Verzeihen Sie. Was? Ich darf wieder mit ihm sprechen. Haben Sie schon mal von Carol Climax gehört, dem Filmstar? Ja, aber ich mag die Art Filme nicht, die sie gemacht hat. Es liegt an diesen Dreckfilmen, dass die Moral in unserer westlichen Zivilisation den Bach runtergeht. Aber wir dürfen doch wieder ein bisschen mehr mit ihm quatschen. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Sie ist gekidnappt worden. Gekidnappt? Ja, das war unser erster Tag zusammen nach vielen Monaten der Trennung. Das ist ja wirklich traurig. Mon Dieu, das macht mich ganz depressiv. Tut mir leid. Jetzt ist er wieder fertig. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Verzeihen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Dann, ich zeige Ihnen mal kurz das Ticket. Verzeihen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Können wir noch mal mit dem Kellner quatschen? Wünschen Sie sonst noch etwas? Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Okay. Ja, dann können wir ja hier auch nichts machen, ne? Kann ich noch irgendwas zusammenmixen hier? Puh, was machen wir denn hier? Ich habe dieses Ticket, ich habe den Brief. Kann man das vergleichen? Nein, falsch. Gut, dann nicht. Kann ich hiermit. Falsch, ganz Ist ja falsch. gut. Sieht aus wie ein Hausschlüssel. Naja. Es ist zu schön, um an so einem wunderbaren Sommertag im Café zu Ja, sitzen. ja, 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 ja. Okay, also er will nicht mit mir reden und er hat auch keinen Bock. Oder kann ich ihm noch irgendwas. Soll ich den Absinth wiedergeben? Verzeihen Sie, was? das will er bestimmt nicht. Ach so, okay, ich kann auch noch wieder mit ihm quatschen. Was sagten Sie? Welches Museum sollten Sie bewachen? Das Grün. Und es war ja nicht so, als ob irgendetwas gestohlen worden wäre. Nur so ein rostiges, altes Dreibein. Das Dreibein, das ich ein paar Wochen später zurückgebracht habe. Ja, was machen wir denn da? So. Verzeihen Sie, was? das will er bestimmt nicht. Aber so habe ich wenigstens die Option, mit ihm zu sprechen. Stimmt es, dass Carol Climax von ihrem Mann ermordet worden ist? Das ist das Erste, was ich davon höre. Ich dachte, sie hätte sich einfach ins Privatleben zurückgezogen. Okay. Ich habe mich darauf gefreut, meine Freundin wiederzusehen. Aber sie musste ja gleich losrennen und irgend so einen Professor treffen. Ich verstehe. Und Sie glauben, sie hat eine Affäre mit diesem Professor? Hören Sie, vergessen Sie es. Ist nicht so wichtig. Okay, ich dachte, wir kommen damit vielleicht weiter. Aber anscheinend auch nicht.
Der Kaffee hat uns auch irgendwie nichts gebracht, ne? Ja toll, dann kannst du ja nur noch in der Kunstgalerie weitergehen. Hä? Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Ja, dann gehen wir halt doch nochmal in die Galerie und dann habe ich da irgendwas verpasst. Was kann ich denn da noch machen? Was kann ich hier noch machen? Also mit den beiden brauche ich, glaube ich, nicht quatschen. Die stehen einfach nur da, weil Baum. Und die Gemälde sind, glaube ich, auch witzlos. Oder er sagt ja, verschwinden sie, aber vielleicht kann ich mir irgendetwas geben, was dann doch seine Aufmerksamkeit erregt. Aber das Kartenlesegerät, das Ticket da rein? Nee. Nee, genau, sehe ich auch so. Ich spreche mal direkt auf das Ticket an. Und das hatte ich ja eben schon probiert, ne? Verschwinden Sie. Ja, ist ja gut. Aber komm, irgendwas muss dich doch interessieren. Absinth? Verschwinden Sie. Ist ja gut. Aber die Der Topf ist in zu viele Stücke zersprungen, als dass man ihn noch reparieren könnte. Ja, warum kann man nicht die dann anwählen, ist die Frage. Zerschlagener Topf. Die Bilder sind, glaube ich, auch nicht wirklich... Habe ich denn hier... Was habe ich denn jetzt hier verpasst? Bin gerade verwirrt. Kartenlesegerät. Eine Maschine, mit der Kreditkarten eingelesen werden. Ja, aber ich habe keine, also von daher... Die Verpackung ist für ihn unwichtig. Und mehr ist hier hinten aber nicht. Kann ich denn da irgendwas mit machen? Tja. Den Pfeil. Kann ich mit dem Pfeil hier im Kreditkarten lesen? Das ist doch alles Quatsch. Leute, was kann ich denn jetzt noch tun? Habe ich denn irgendwas, was Sinn ergibt beim Kombinieren? Das ist es nicht. Richtig. Den Wurm vergiften. Falsch, ganz falsch. Den das ist es Wurm nicht. Anmalen. Ich weiß auch nicht, was ich... Soll ich was vergleichen? Nö. Nö. Keine so gute Idee. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Ah. Keine so gute Idee. Das Fläschchen mit Absinth, das ich mir von dem Gendarm geliehen habe. Geliehen. Kann ich das ja nicht Moment, ich kann. Ja, gut, vielleicht kann ich das Kartenlesegerät kaputt machen, weil ich da Alkohol reinkippe, aber. Was hilft. Ne, das ist ja auch Quatsch. Was soll denn das Ganze? Die Tonscherben. Also, ich weiß jetzt nicht, wo ich noch weitermachen soll, wenn ich ehrlich bin. Es kann nicht sein, dass ich jetzt schon festhänge. Zu früh am Anfang. Er will nicht. Ist hier noch irgendwas, was ich jetzt nicht sehe? Nö, das sind nur die beiden. Kann ich mit dem Mann denn noch was machen? Kann ich den noch mal ein bisschen Absinth irgendwie auf... Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Ja, du sollst den ja auch nicht ansprechen, du sollst nur was mit ihm machen. Sonst steck ihm den Schlüssel in die Tasche oder so. Ich verschwende meine Worte. Ja, ist ja gut. Dann bleiben ja nur noch die Mädels, aber das ist ja auch doof. Was soll ich denn... Soll ich denn den Lip... Ich geb das Höschen einem Mädel. Gibt bestimmt tolle Reaktionen. Wenn ich ausgelacht werden will, kann ich ja gleich zu Nico gehen. Okay, also nicht. Tja, ich weiß nicht, was ich in der Galerie noch soll. Von was soll man mit diesem Café und Haus? Ich habe sonst keine anderen Möglichkeiten. Ich zeig dem Gendarme jetzt nochmal das Ticket, das hatte ich ja, glaube ich, sowieso vor. Aber was anderes fällt mir echt nicht ein. Ich habe jetzt ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Das Einzige, was ich wirklich jetzt neu im Inventar habe, ist dieses komische Ticket. Das zeige ich ihm jetzt mal. Verzeihen Sie. Was? Das will er bestimmt nicht. Ja, dann nicht. Aber... ins Café will er nicht. Mit dem Kellner will er auch nicht sprechen. Ich kann dem Kellner ja mal das Ticket zeigen. Wünschen Sie sonst noch etwas? Das würde den Kellner nicht interessieren. Ja. Das wäre alles. Vielen Dank. Toll. Toll, toll, toll. Ja. Und ich kann hier außer dem Gullideckel auch nichts anwählen. Nee. Oder ist hier noch irgendwas, was ich jetzt nicht gesehen habe? Da kann ich wieder weggehen. Nö. Hier ist sonst nichts.
Ich kann entweder die Galerie besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Also natürlich würde ich jetzt, wenn ich jetzt gar nicht weiterkomme, dann wohl nachgucken müssen, aber... Telefon. Tja, ich halt. Weil, wenn man die Möglichkeit hat, hier nochmal ins Haus zurückzugehen, dann muss man hier noch was machen können. Ne? Das ist schon so. Frage ist, was habe ich... Ich habe dieses Ticket, ja. Aber was soll ich mit dem Ticket jetzt hier anstellen? Soll ich vielleicht nochmal das Bild hier... Was ist denn das Ticket mit dem Bild? Ne, ich weiß auch nicht, was du meinst. Tequila draufkippen. Absinth mit Tequila vermixen. Den Sekretär nochmal schließen. Oh, kann ich machen. Hilft bloß nix. Sonst ist da nichts in der Schublade. Ja, dann mach wieder auf. Tja, Tequila. Die Handtasche. Ticket mit Handtasche. Das ist, zerquetschte Spinne. Warum wird mir die noch angezeigt? Ist das der Lippenstift? Es ist alles ein bisschen wahllos, was ich hier gerade probiere. Ist mir schon bewusst. Der Stuhl. Was bringt das alles? Da ist nichts mehr. Ich kann auch nicht hier in die Ecke gehen, ne? Nee. Die Seile, der Stuhl, die Metallklammer. Die hat ja ihren Zweck erfüllt, sagt er. Ja, was soll ich hier noch tun? Das Bücherregal. Können wir den da draufkleben? Ne. Also irgendwas habe ich jetzt wahrscheinlich total übersehen. Soll ich jetzt echt schon mal nachgucken? Man, ich kann mir natürlich einen Hinweis holen. Ja, kann ich. Soll ich da mal gucken? Ich habe das Etikett. Muss ich sonst noch etwas wissen? Ich weiß es nicht. Tagebuch. Du kannst auf das Tagebuch zugreifen, indem du unten Button Tagebuch anklickst. Ja, das ist schon mal was. Das ist hier, ne? Da, ja. Okay. Da. Lobinova zwar widerlich. Ja, Lobinova hat mich an die Bande erinnert. Das ist meine einzige Spur. Ja, ich war in der Galerie. Hab das Ticket gekriegt. Aber... Tipp 1. Liste den Zeitungsausschnitt in deinem Inventar. Lies. Aber ich dachte, das hätte ich schon probiert. Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Sonnenfinsternis. Darin eingewickelt ist noch ein Blatt Papier. Oh. Es ist ein Kontoauszug von Aubiers Bankkonto aus einem automatischen Auszugdrucker. Okay. Die letzten 5 Abhebungen waren immer große Beträge und alle wurden in Marseille getätigt. Es fängt langsam an, einen Sinn zu ergeben. Aubier hat Nicos Entführung organisiert. Aubier hat Geld in Marseille abgehoben. Aubier steht in Verbindung zur Transglobal, die wiederum ihre Fracht von einem Lagerhaus in Marseille aus verschicken. Das stand also früher mal auf dem zerrissenen Transglobal-Etikett. Marseille, nicht Mars. Das ist zwar keine brandheiße Spur, aber es ist alles, was ich habe. Ich mache mich sofort auf den Weg, damit ich noch den Nachtzug erwische. Okay, ich hätte einfach nur noch mal einen Blick in die Zeitung werfen müssen. Tut mir leid. Ja, man muss halt ein bisschen pixelgenau manchmal sein. Gut. Oh, das kenne ich tatsächlich, glaube ich, wieder. Das sagt mir noch was, diese Szene. Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Ja, das kenne ich tatsächlich. Ein Schild. Das ich gar nicht sehe, aber da ist wohl eins. Auf dem Schild steht, wie zu erwarten, Zutritt verboten. Okay, Zaun. Hütte. Gucken wir uns das erste der Reihe nach mal an. Dann wissen wir, was für Optionen wir haben. Oh. Ein Hund. Okay. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung.
Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Mhm, ein Killer. So ein kleiner Spike wie bei Tom und Jerry. Zaun, Vorhängeschloss. Ja, ganz ruhig, mein Freund. Stählerne Vorhängeschlösser mit der bloßen Hand aufzubrechen, war noch nie meine starke Seite. Okay, da ist nochmal ein Zaunelement, da ist auch nochmal ein Zaunelement. Mit dem Pfeil vielleicht? Ich würde es wohl kaum schaffen, ein schweres, fünffach verriegeltes Profi-Vorhängeschloss mit einem Pfeil zu knacken. Na gut, dann wohl nicht. Dann gucken wir uns mal um. Da könnten wir nochmal mit ihm schnacken wahrscheinlich. Ah, wir können doch reingucken. Was haben wir hier so drin? Okay. Er hat gerade. Hi, guten Morgen. Wissen Sie, wie spät es ist? Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind Sie zu früh. Ja, er hat irgendwie gerade Whisky verschwinden lassen oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, oder eine leere Flasche versenkt. Wie spät ist es denn? Wie spät ist es überhaupt? Der große Zeiger ist auf der 4. Warum sind Sie nicht im Bett? Ich kann alles erklären. Geben Sie sich keine Mühe. So sehr interessiert es mich eigentlich gar nicht. Wenn der große Zeiger auf der 4 ist, heißt das ja doch gar nichts. Also, wo der kleine Zeiger steht, da ist es doch interessant. Na gut. Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Ja. Wie heißt der Hund denn? 20. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Das ist seine Registriernummer. Wachhund Nummer 20. Warum nicht, ne? Hat Nummer 20 vielleicht die Tollwut? Nö, nur schlechte Laune. Wie gesagt, er ist ein ausgebildeter Kampfhund. Sie haben ihn als Welpen genommen und irgendwas in seinem Kopf verdreht, um ihn so zu machen, wie er ist. Ist doch nett. Um wie viel Uhr öffnen Sie die Tore? Um 7. Macht es Ihnen was aus, wenn ich hier warte, bis die Docks aufmachen? Wie Sie möchten. Aber Sie müssen ziemlich viel Geduld mitbringen. Heute ist Sonntag und morgen fängt der nationale Urlaub an. Alles bleibt für einen Monat geschlossen. Als hätte ich's geahnt. Okay. Schon mal was von der Condor Transglobal gehört? Klar. Die haben ein Lagerhaus hier. Also könnte ich mir das mal ansehen? Erst nach den Ferien. Schauen Sie in einem Monat nochmal vorbei. Und dann darf er sich das tatsächlich angucken, okay. Ich muss bei der Condor Transglobal was abliefern. Wo ist Ihr Lieferwagen? Etwa eine halbe Meile die Straße runter. Und Sie sind bis hierhin marschiert? Oh Mann, sind Sie verrückt oder so? Nö, war ganz leicht. Einfach immer einen Fuß vor den anderen setzen. Kann ich jetzt meinen Kram abliefern? Nicht ohne die nötigen Papiere. Sie holen erst die Papiere, dann gehen Sie abladen und ich behalte meinen Job. Guter Plan, was? Meine Lügengeschichte vom armen Auslieferungsfahrer bringt mich auch nicht weiter. Das ist richtig. Das hätte ich ihm gleich sagen können. Auf dem Sonntag vor allem hier. Wissen Sie, was für Geschäfte die Condor macht? Ich werde dafür bezahlt, das Tor zu bewachen. Deren Geschäfte geben mich nichts an. Jo. Ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau. Bei den Docks? An was für eine Art Frau haben Sie denn so gedacht? Sie verstehen mich falsch. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Ach so. Also, ich habe sie nicht gesehen. Und Sie können ihr ausrichten, dass die Docks kein Platz für eine junge Lady sind. Hier ist es dreckig und gefährlich. Okay. Ich bin sicher, meine Freundin wurde hier hingebracht, nachdem man sie entführt hat. Was? Ihre Freundin wurde entführt? Ja, von einem Indio mit einem vergifteten Pfeil betäubt. Ein Giftpfeil, hä? Ich bin mir ziemlich sicher, er glaubt mir kein Wort. Tja, ich werde das ihm gar nicht alles aufgetischt. Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau. Haben Sie jemals von Professor Ubier gehört? Ich? Von meinen Freunden ist keiner Professor oder so. Das glaube ich ihm. Was gibt's zum Essen? Bohnen. Wussten Sie, dass ein Mensch sich alleine von Bohnen ernähren kann? Der hier nicht. Oh, warum nicht? Was ist das denn? Werden Sie eigentlich die Bohnen nie leid? Ach so. Klar, ich brauche schließlich auch mal Abwechslung. Und was essen Sie dann? Erbsen. Kann ich aber nicht zu oft essen. Die schlagen mir immer gleich auf die Verdauung. Ah ja. Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Ernährung umzustellen? Was ist denn so schlecht an Bier und Bohnen? Muss ich Ihnen das wirklich noch sagen? Sie pumpen ja genug Methan raus, um einen Zeppelin zu füllen. Das hier ist der Pfeil, mit dem dieser Indio auf meine Freundin geschossen hat.
Na sowas? Das ist schon komisch. Aber warum haben sie erwartet, sie hier zu finden? Da sagt er nichts zu. Schauen Sie sich mal diesen Brief an. Das ist ja pervers. Haben Sie das geschrieben? Oh nein, der Brief ist von einem Bewunderer meiner Freundin. An Ihrer Stelle würde ich ihm mit meiner Faust die Vorderzähne neu formatieren. Nicht ganz mein Stil, aber danke für den Tipp. Ich muss jetzt wieder los, aber ich komme zurück. Kann ich kaum erwarten. Okay, wir wissen jetzt, was da los ist. Wir konnten uns ein bisschen umgucken. Da haben wir einen Kamin, da können wir vielleicht was verstopfen oder so. Schauen wir mal. Ja, alles sehr, sehr interessant. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwie heimlich Zutritt verschaffen. Und wie wir das machen, werden wir dann im nächsten Part herausfinden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Euer Alex, ciao. Bis zum nächsten Mal.